Mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 170 Stundenkilometern hat Hurricane Zeta in den USA die Küste von Louisiana erreicht. Eine 55-Jährige kam durch eine herabstürzende Stromleitung ums Leben. Etwa 1,8 Millionen Menschen waren zwischenzeitlich ohne Strom. Mehrere Gemeinden standen unter Wasser. Zeta ist der stärkste Hurricane, der je so spät im Jahr in den USA auf Land getroffen ist.